Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über 6 einfache Frisuren für lange Haare. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos, kostet nichts. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir endlich bald die 10K-Grenze überschreiten. Also sag deinen Freunden Bescheid, sag den Freunden von deinen Freunden Bescheid, sag allen Bescheid, wo du denkst, den könnte mein Content interessieren. Und dann werden wir schnell die 10K-Grenze erreichen und wird es auch ein sehr, sehr schönes Special geben. Das verspreche ich schon mal an dieser Stelle. Und wenn du Lust hast, folge mir natürlich auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Viele von euch haben mich gefragt, Daniel, mach doch endlich mal ein Video zum Thema Frisuren für lange Haare. Und aus dem Grund kommt heute dieses Video. Ihr wolltet das Video, ihr bekommt das Video. Ich habe 6 einfache Frisuren für lange Haare rausgesucht, habe mir die selber gemacht, als auch immer ein prominentes Beispiel rausgesucht für diese Frisur. Also ich will nicht mal lange schnacken, sondern starten wir direkt. Let's go! Als allererstes der gute alte Pferdeschwanz bzw. Zopf. Ja Leute, solange es Menschen mit langen Haaren gibt, wird es diese Frisur wahrscheinlich geben. Ist jetzt nicht mein Style, ja, würde ich jetzt nicht favorisieren, es sei denn, ich gehe irgendwie joggen oder so, mache mir einfach nur einen schnellen Zopf rein, beziehungsweise einen Pferdeschwanz, aber generell würde ich jetzt diese Frisur jetzt nicht favorisieren. Aber es gibt natürlich ein sehr, sehr bekanntes Beispiel für diese Frisur und das ist die Stilikone Karl Lagerfeld. Der hat diese Frisur, glaube ich, immer getragen. Ich kenne, glaube ich, gar keine andere Frisur von Karl Lagerfeld. Ja. Ich glaube, der hat die Frisur immer getragen und von daher wird diese Frisur auch in irgendeiner Form immer in sein. Also wie gesagt, solange es Menschen mit langen Haaren gibt, ja, wird es wahrscheinlich diese Frisur geben. Ist nämlich eine einfachste Frisur, wenn du lange Haare hast, die dir einfach hinten zusammenbinden. That's it. Als nächstes der gute alte Mittelscheitel. Ja, was soll ich großartig dazu sagen? Ich habe im letzten Video zum Thema Männerfrisuren 2019 da schon was zu gesagt. Falls du es noch nicht gesehen hast, kannst du es gerne auschecken. Mir persönlich ist diese Frisur einfach zu weiblich. Ja? Deshalb wirst du mich dazu nicht überzeugen können, diese Frisur zu tragen. Aber nichtsdestotrotz tragen noch ganz, ganz viele Männer die Frisur. Und es muss natürlich auch zu dir passen, also vom Typ her zu dir passen. Vom Typ her passt diese Frisur nicht für mich. Aber das heißt nicht, dass jetzt für jemand anders die Frisur nicht passt. Also wenn du zum Beispiel so ein Rocker bist, ja, der ja, so einen Rocker-Lifestyle führt mit zum Beispiel Harley-Davidson und auf Rockkonzerte geht, ja, und einfach mal richtig durchdreht auf Rockkonzerten mit langen Haaren und das voll zu dir passt, ja, dann go for it. Es gibt ein sehr, sehr bekanntes Beispiel für diese Frisur und zwar der Frontsänger von 30 Seconds to Mars und zwar Jared Leto. Dem Typen passt es einfach auch, ja, brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Dem Typen passt das, er ist ein Rocker, er ist so ein Draufgänger-Typ, der dreht einfach auch durch auf der Bühne, dem passt die Frisur, dem steht die Frisur, von daher, siehste, passt. Und Leute, man sagt ja, alles kommt irgendwie wieder im Leben, ja, vielleicht wird der Mittelscheitel auch nochmal irgendwann wieder Trend werden, I don't know, aber ich erinnere mich daran, als, ich weiß gar nicht, in den 90er irgendwann war das ja mega in, ja, Nick und Aaron Carter, ja, die von dem, also Nick Carter von den Backstreet Boys oder Aaron Carter, ich weiß, wie hieß er denn, Nick oder Aaron, ist auch scheißegal, auf jeden Fall, die hatten ja so einen Mittelscheitel, ja, und alle wollten diesen Mittelscheitel haben. Also, wenn irgendwann mal alles wiederkommt, ja, vielleicht haben wir 2022 wieder den Mittelscheitel als Trendfrisur. We will see. Die nächste Frisur nenne ich einfach mal Straight Back. Was meine ich damit? Einfach deine Haare straight nach hinten gestylt, ja, über deinen Kopf weg, straight nach hinten. Nach dem Duschen kannst du einfach ein bisschen Produkt reinmachen, die mit deinen Händen einfach straight nach hinten stylen oder halt einen Kamm nehmen und deine Haare straight nach hinten kämmen. Diese Frisur passt für meinen Haartyp einfach nicht so ganz, ja, deshalb würde ich sie persönlich auch nicht tragen, weil ich persönlich habe ja so wellige und lockige Haare und wenn ich die also straight nach hinten mache, dann würden meine Haare unten sich irgendwann wieder locken, dann hätte ich oben straighte Haare und unten so locken, das würde einfach scheiße aussehen, aber wenn du zum Beispiel jetzt dünne oder dicke, glatte Haare hast und mit einem Kamm schön Textur reinbringst oder mit einem richtigen Produkt, dann kann das auf jeden Fall nicht so schlecht aussehen. Und ich habe da auch ein prominentes Beispiel rausgesucht und zwar Brad Pitt. Und ich muss sagen, auf diesem Foto sieht es auch echt eigentlich ganz nice aus, wie Brad Pitt da die Haare trägt. Also ist eine einfache, coole Frisur, wenn du zum Beispiel glatte, lange Haare hast. Als nächste Frisur haben wir den Surfer-Look. Und zwar einen etwas seitlicheren Surfer-Look. Was meine ich damit? Bei der Frisur gerade haben wir die Haare zum Beispiel einfach straight über den Kopf nach hinten gemacht. Und bei dem seitlichen Surfer-Look, da proportioniert man die Haare einfach ein bisschen anders. Da hast du zum Beispiel 2/3 der Haare auf der einen Seite und 1/3 der Haare auf der anderen Seite. Also die Haare sind einfach ein bisschen proportionierter zu den verschiedenen Seiten. Und du hast deine Haare natürlich viel lockerer, viel lässiger. Und ja, für den Sommer ist es natürlich einfach ideal, wenn du am Strand liegst, ja, und so eine Surfermatte auf dem Kopf hast. Ja, es gibt, glaube ich, nichts Geileres. Wie ich persönlich mir meinen Surfer-Look gestylt habe, kannst du mal abchecken in eines meiner letzten Videos. Ein bekanntes
klassisches Beispiel für den Surfer-Look ist Gerald Butler aus dem Film Mavericks. Das ist ja auch so ein Surfer-Film. Da ist er ja Surfer und der trägt die Haare natürlich richtig cool und lässig. Ein anderes Beispiel habe ich noch rausgesucht und zwar Renan Pacheco. Der wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen, weil er Franzose ist. Aber der hat echt eine mega geile Mähne. Könnt ihr mal seinen Instagram-Account abchecken, Alter. Der hat Killer-Haare. Was soll ich so sagen? Einfach Killer-Haare. Und der trägt die Haare meistens auch so. Zwei Drittel zur einen Seite, ein Drittel zur anderen Seite. Und trägt die sehr wuschelig, auch so ein bisschen Surfer-Look-mäßig. Der hat zwar glatte Haare, aber bei ihm sieht das auch sehr, sehr nice aus. Kommen wir zum Half-Ponytail. Beim Half-Ponytail, da nimmst du nicht alle Haare zum Zopf zusammen, sondern nur einen Teil der Haare und knotest die oben zusammen. Und wie du die zusammenknotest, kannst du machen, wie du Bock hast, als Pferdeschwanzzopf oder als Man-Bun. Das würde ich favorisieren. Und die anderen Haare lässt du einfach locker nach unten hängen. Und ich muss sagen, diese Frisur gefällt mir echt ganz gut. Vielleicht werde ich die Frisur auch das eine oder andere Mal tragen. Habe ich bis dato so noch nicht getragen, aber als ich es mir jetzt gemacht habe für dieses Video, fand ich echt, sieht echt ganz nice aus. Es gibt natürlich viele bekannte Beispiele für diese Frisur, ja, von Frauen bis Männern, aber ich habe jetzt mal einen Mann rausgesucht und zwar David Beckham. Der hat die Frisur damals so getragen, als er bei Real Madrid gespielt hat, als auch bei LA Galaxy und ich finde diese Frise echt mega cool. Last but not least, der gute alte Man-Bun. Ihr seht es natürlich in meinen Videos, ich trage natürlich auch überwiegend einen Man-Bun. Mir gefällt es so am besten, ist am einfachsten für mich und ja, was soll ich dazu sagen? Du kannst den Man-Bun natürlich auf viele verschiedene Arten stylen. Ja, du kannst einen High-Bun, einen Middle-Bun, einen Low-Bun machen. Dazu werde ich aber nochmal ein separates Video machen zu den verschiedenen Arten, wie du einen Man-Bun binden kannst. Also für mich kann ich sagen, dass ich mit dem Man-Bun am besten klarkomme zum aktuellen Zeitpunkt. Von der Pflege her, vom Styling her, von der Schnelligkeit her, wie man den Man-Bun machen kann. Und falls du da draußen dich dafür interessierst, wie man einen Man-Bun machen kann, dann check einfach mal das Tutorial von mir ab. Ein sehr bekanntes Beispiel für den Man-Bun ist natürlich Ibrakadabra Zlatan Ibrahimovic. Ja, ich glaube, der Zlatan trägt schon seit gefühlt 10 Jahren den Man-Bun so. Ich habe eigentlich Zlatan nur im Kopf mit einem Man-Bun. Ich kenne ihn gar nicht ohne. Ne, ich wüsste gar nicht, dass ich ihn ohne Man-Bun kenne. Also ein sehr bekanntes Beispiel, Zlatan Ibrahimovic. So Leute, jetzt stimmen wir ab, welche Frisur euch da draußen am besten gefällt von diesen Langhaarfrisuren. Ist es der Pferdeschwanz bzw. der Zopf? Ist es der Mittelscheitel? Ist es die Frisur straight back, einfach nach hinten? Ist es der Surfer-Look, der Half-Ponytail oder der Man-Bun? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, welche Frisur euch davon am besten gefällt. Ansonsten, mein Angebot besteht nach wie vor. Wenn du da draußen dir unsicher bist in der Auswahl deines Haarstyling-Produktes, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@daniel-korte.com mit deiner Frisur und ich antworte dir mit 3 passenden Haarstyling-Produkten, die zu deinem Haartyp passen. Und bitte schick ein Foto mit, weil sonst kann ich schlecht abschätzen, welches Styling-Produkt zu dir passt. Ja? Nicht vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schreibt auch gerne Kommentare unter dem Video. Teilt das Video, ja, und lasst uns versuchen, meinen Channel auf die 10k endlich aufzupolieren. Also Leute, macht's gut. Bis dahin. Peace out.